Das sind die vier aktuellen Medtronic-Katheter und ich stelle sie euch heute alle mal vor. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Informations- und Erfahrungsvideo, denn die meisten der Katheter, die ich euch hier heute vorstellen werde, habe ich auch selber schon mehrere Wochen und Monate getestet. Es geht um die Medtronic Katheter-Kollektion, das was da aktuell im Sortiment ist, denn da gab es letztes Jahr ein paar Veränderungen. Unter anderem sind eben zwei Infusionsset aus dem kompletten Sortiment geflogen. Einmal war das der Minimed Mio, der bot eine gerade Teflon-Kanüle, kam in unterschiedlichen Farben und hatte auch direkt eine integrierte Setzhilfe. Zudem gibt es leider auch nicht mehr den Minimed Silhouette, der bot eine schräge Teflon-Kanüle und den konnte man entweder eben selber setzen oder mit der Setzhilfe, die es nochmal extra dazu gab. Dafür kamen allerdings zwei neue Katheter in die Kollektion und zwar einmal der Minimed Mio Advance und der Minimed Mio 30. Zudem sind weiterhin noch im Sortiment der Shore T und der Quickset und diese vier Infusionssets werde ich euch heute in diesem Video vorstellen mit den Informationen, die es dazu gibt, welche Kanülenlänge und Schlauchlänge und so weiter und so fort und aber eben auch den Vor- und Nachteilen, die ich an diesen jeweiligen Kathetern festgestellt habe. Fangen wir mit den Stahlkathetern bzw. dem einen Stahlkatheter, den es aktuell nur noch gibt, an und zwar dem Shore T. Dieser kommt mit einer Kanülenlänge wahlweise 6, 8 oder 10 mm und bietet die Schlauchlängen 45, 60 und 80 cm. Vorteile von diesem Katheter sind: Es ist der einzige Stahlkatheter. Wenn man eine Stahlkanüle haben möchte, dann kommt man an dem leider nicht vorbei. Außerdem spricht allerdings auch noch für ihn die größte Auswahl an Kanülenlängen mit drei unterschiedlichen Kanülenlängen und die große Auswahl an Schlauchlängen, denn dort kann man auch aus drei unterschiedlichen Schlauchlängen wählen. Zudem bietet dieser Katheter zwei Befestigungsstellen, zwei Pflaster, nämlich einmal das Pflaster, wo auch direkt die Kanüle im Fettgewebe steckt und dann nochmal so ein zweites Zwischenpflaster. Das hat den Vorteil, wenn man irgendwie mal am Schlauch durch die Pumpe oder so ziehen sollte, dann zieht man nicht direkt an der Kanüle, nicht direkt an dem Stahl, an der Stahlkanüle und dadurch tut es einfach nicht so doll weh. Zudem bietet es aber auch den Vorteil, dass wenn dieses Pflaster eben einfach nicht ganz so oft und so stark unter Strom steht oder unter Spannung, dass es dann eben einfach länger hält. Das heißt, dieser Katheter kann im Zweifelsfall vielleicht auch länger halten als andere. Gegen diesen Katheter spricht allerdings die Tatsache, dass es leider keine Einführhilfe gibt. Also wer da eigentlich lieber eine Einführhilfe hat, die das schnell und auch schmerzfrei, zumindest ist das so meine Erfahrung, das Setzen des Katheters hinkriegt, der ist mit diesem Katheter leider nicht gut beraten. Machen wir weiter mit den Teflon-Kathetern und fangen wir an mit dem ältesten der drei, und zwar dem Quickset. Dieser kommt mit zwei unterschiedlichen Kanülenlängen, einmal 6 mm und 9 mm und man kann wählen aus einer Schlauchlänge zwischen wahlweise 45 cm, 60 cm, 80 cm und 110 cm. Für diesen Katheter spricht die wiederverwendbare Setzhilfe. Man muss also nicht jedes Mal so einen kompletten Plastikklotz direkt in den Müll kloppen, sondern hat eben eine Setzhilfe, in die man jeden Katheter immer wieder aufs Neue einspannen kann. Und die ist in meinen Augen auch einfach zu bedienen. Allerdings muss ich auch sagen, dass sie zumindest in meinem Empfinden etwas schmerzhafter gewesen ist als die zwei, die ich euch gleich im Laufe des Videos noch vorstellen werde. Außerdem bietet dieser Katheter die größte Auswahl an verschiedenen Schlauchlängen mit vier unterschiedlichen Schlauchlängen und zwei unterschiedliche Kanülenlängen sind in meinen Augen auch völlig in Ordnung. Nachteile vom Quickset sind die gerade Teflon-Kanüle. Solche Kanülen knicken nämlich leider immer mal wieder direkt beim Einstechen wieder um. Das heißt, in meiner Erfahrung war es zumindest auch so, dass ich direkt zwei, drei Stunden nach dem eigentlichen Setzen direkt wieder einen neuen Katheter setzen musste, da ich gemerkt habe, oh ja, Blutzuckerwerte hoch und ich merke, es kommt gerade kein Insulin an. Außerdem war es meine Erfahrung, dass die wiederverwendbare Setzhilfe eben tatsächlich auch im Vergleich zu den zwei, die ich euch gleich noch vorstellen werde, etwas schmerzhafter gewesen ist. Machen wir weiter mit dem Minimed Mio 30 und zwar ist das der einzige schräge Katheter hier in dieser Auflistung. Dieser kommt mit einer Teflon-Kanüle, die 13 mm lang ist. Man kann da keine andere Kanülenlänge wählen. Wählen kann man jedoch die Schlauchlänge von entweder 60 cm oder 110 cm und zudem kommt dieser Katheter auch in quasi zwei Teilen. Einmal immer der Katheter an sich und dann eben in einer extra Verpackung der Schlauch. Das ist bei den anderen ja auch nicht der Fall. Die kommen ja alle immer direkt, wo alles in einem ist.
Vorteile vom Mio 30 sind die schräge Kanüle, denn da gibt es leider keine aktuelle Alternative, und die Tatsache, dass zumindest noch zwischen zwei Schlauchlängen gewählt werden kann, nämlich einer kurzen und einer langen Schlauchlänge. Das ist nämlich beim nächsten Katheter nicht mal mehr der Fall. Nachteile sind, zumindest in meiner Erfahrung, die Haltbarkeit. Ich weiß nicht, ich hatte das bisher bei noch nie irgendeinem Katheter. Ich wechsle alle spätestens 3 Tage den Katheter. Allerdings war es bei Mio 30 der Fall, dass der teilweise schon in der ersten oder zweiten Nacht einfach während des Schlafens irgendwie abgefallen ist. Das ist mir sonst noch nie bei irgendeinem anderen Katheter passiert. Deswegen würde ich es einfach mal auf den Katheter zurückführen. Außerdem, aufgrund der schrägen Kanüle, kommt es eher, es kommt eher zu Verhärtungen dann im Fettgewebe und damit dementsprechend auch zu größeren Einstichstellen. Und der Katheter kommt zwar mit einer mitgelieferten, direkten, integrierten Setzhilfe, allerdings, die tut auch gar nicht weh und so, das will ich gar nicht sagen. Sie war aber trotzdem in meiner Erfahrung bisher so am umständlichsten, allerdings ist das auch schon Meckern auf hohem Niveau, was zumindest den letzten Punkt anbelangt. Last but not least, der Nachfolger vom MiniMed Mio, der MiniMed Mio Advance. Dieser kommt nur in einer Ausführung, und zwar 6 mm gerade Teflonkanüle mit 60 cm Schlauch. Gut an dem gefallen hat mir die super einfache Bedienung der integrierten Setzhilfe, die auch noch zudem extrem schmerzfrei gewesen ist. Ich war am Anfang echt ziemlich erstaunt, wie krass gut das funktioniert hat. Das geht mega schnell. Zudem mag ich einfach dieses komplette Gesamtpaket. Da wurde irgendwie anscheinend ein bisschen mehr auf Design und so geachtet als bei dem anderen. Das Pflaster ist mega schön klein. Auch dieses Endstück hier vom Schlauch fühlt sich cool an, ist so durchsichtig. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. Die Setzhilfe fühlt sich in der Hand auch gut an. Ihr merkt schon, ich bin ziemlich begeistert von diesem Katheter, denn das ist tatsächlich auch meine Wahl. Das ist der Katheter, den ich sonst jetzt im Alltag immer nutze. Nachteil ist allerdings auch hier, es ist eben eine gerade Teflonkanüle. Das heißt, auch bei dem ist es mir schon ein paar Mal vorgekommen, dass eben die Kanüle direkt am Anfang abknickt. Das heißt, da bin ich jetzt beim Setzen nachher die ersten 2 Stunden immer ein bisschen aufmerksamer und schaue, ob das tatsächlich auch funktioniert. Hat. Zudem bietet er eben leider gar keine Auswahl an Kanülen und Schlauchlängen. Bei mir ist es genau passend. 60 cm reicht von meinem Bauch easy bis in meine Hosentasche, und auch die 6 mm Kanülenlänge ist für mich kein Problem. Allerdings gibt es eben auch keine Alternative, falls das für den einen oder anderen eben nicht das Richtige ist. Falls ihr Medtronic-Nutzer seid, welcher ist euer Lieblingskatheter? Beziehungsweise probiert ihr nach diesem Video vielleicht mal einen anderen aus? Schreibt das sehr gerne mal unten in die Kommentare, und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!